Fenster halt. Und ihr seht schon, heute geht es um das Ding hier. Ein LED-Treiber von Leafood. Ja, der stammt von so einem LED-Panel. Und ja, das hier sollte normalerweise nicht lose sein. Also gucken wir mal, was damit passiert ist. Ob wir den nochmal in Gang kriegen. Und ja, ob ich da am Ende wieder Licht an die Stelle bekomme. Also machen wir erstmal hier auf. Das ist die DC-Seite und ja, ich glaube, man sieht es schon. So soll das natürlich nicht aussehen. Das soll nicht so wackeln. Ich glaube, da ist etwas kaputt. Na gut, kaputt heißt natürlich für uns, wir nehmen das Ding mal auseinander, gucken, was da drin steckt. Der war jetzt schon ein bisschen länger ohne Strom. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass da noch groß was geladen ist. Also schauen wir mal ins Innere, was sich da so versteckt. So, was haben wir denn aufbaumäßig? Hier kommt der Strom rein, wir haben eine Sicherung. Wir haben hier eine kleine Spule und einen Kondensator, wahrscheinlich als ja, Filterung. Eventuell sogar noch ein bisschen Filterung hier oben. Der hier, ist das ein Muff? Ja, VR, also ein Überspannungsschutz. Nochmal Filterung, weil hey, wir haben noch nicht genug. Dann haben wir hier eine gute Stelle frei. Da können wir schon mal relativ gut wahrscheinlich sagen, dass hier drunter irgendwie ein MOSFET oder so sitzt. Der gibt das Ganze auf den Trafo. Auch hier schön zu sehen, man hat auf den Trafo so ein bisschen ja, Schaum drauf gemacht, so Moosgummi. Wahrscheinlich soll das ein bisschen auch das Brummen dann minimieren. Auf der anderen Seite haben wir eine Diode. Okay. Da muss dann noch ein Brückengleichrichter unten sitzen, einen großen Kondensator für den Ausgang und die kaputten Ausgangsklemmen oder vermutlich kaputten. Ansonsten hier noch ein Kondensator, der wird wahrscheinlich zwischen Primär und Sekundär sitzen, einfach um ein bisschen Funkstörungen wegzumachen. Und wenn wir das Ding mal rumdrehen, gerade mal hier unseren Entladetest. Ja, nichts drauf, wunderschön. Dann haben wir hier unten Überraschung. Eingang, ein Gleichrichter, ein Controller, ein MOSFET, Dioden. Interessanterweise am Ausgang kein Brückengleichrichter. Das ist interessant. Da hätte ich eigentlich einen erwartet. Es sei denn, dass das in der Mitte gar kein Trafo ist. Wobei mit so einer großen Isolierschicht hier ist es eigentlich auch von auszugehen, dass das schon irgendwie isoliert sein sollte. Na gut, ich glaube hier hinten stand es ja sogar, ja, Self, also Schutzkleinspannung hier, also auch doppelt isoliert Krams, ja, passt schon. Auch im Übrigen auf der Unterseite, unterm Trafo hier ein bisschen Material, um das da vom Vibrieren abzuhalten. Denn ihr müsst euch halt vorstellen, hier sind jede Menge Drähte drin und wir geben da sehr hoch gepulst Strom drauf. Das heißt, ja, Magnetfeld hin und her, da was Metall in der Nähe ist, was der Trafokern ja ist, dann fängt das entsprechend auch auf der Frequenz an zu vibrieren. Das ist das Brummen, was man manchmal hört, oder Zischen kann man es auch nennen. Und einfach um das so ein bisschen zu dämpfen, ist das dann drum. Okay, können wir sonst noch irgendwas sehen? Wir können sehen, dass hier jede Menge Dreck drauf ist. Aber es ist tatsächlich alles beschriftet. Können wir gleich mal drauf gucken. Was wir aber sehen wollen, ist der hier. Und hier sieht man es, denke ich schon. Da ist einfach eine Lötstelle hinten rausgegangen. So, kriegen wir, glaube ich, wieder fest. Einfach wieder festlöten. Dann hat sich das Thema hier erledigt. Gut, gehen wir mal rüber zum Mikroskop, gucken da weiter. Also, gehen wir mal drüber. Wir haben hier erstmal die Modellnummer. Das ist die LF-Giro40YM. Außerdem diverse Zulassungsnummern, Zeichen und so weiter. Was wir auch schon sehen können, es ist eine einseitige Platine. Das spart natürlich Geld. Also die Leiterbahnen sind alle nur auf der Unterseite. Ansonsten hier die Info Revision 1.1. Gab wahrscheinlich dann also mindestens eine Vorversion, dass man mal eine Kleinigkeit geändert hat. Ist allerdings ehrlich gesagt ein bisschen weniger, als ich erwartet hätte. Ansonsten findet man im Internet zu dieser Modellnummer ein paar Infos. Es ist ein Konstantstromnetzteil, was man halt für LEDs haben will. Da wird also nicht die Ausgangsspannung gleich gehalten. Bei einem Handyladegerät zum Beispiel typischerweise wird 5 Volt gehalten und der Strom passt sich dann an. Hier ist es andersrum. Wir halten den Strom und passen die Spannung an, sodass der Strom gleich bleibt. Also am Ende die LEDs, egal wie warm sie gerade sind, dieselbe Helligkeit haben, sodass sie nicht überlastet werden oder zu wenig Licht erzeugen. Das Ganze gibt es vom Hersteller in diversen Ausführungen. Gibt 800, 850, 900 oder 950 mA als Ausgang. Wahrscheinlich ist da einfach nur irgendwo so ein Feedback-Widerstand, der dann passend getauscht wird.
Außerdem sehen wir dann noch ein paar Informationen. Das ist ein Isolated, das heißt also, ja, das wird tatsächlich ein Trafo sein, was wir ja schon vermutet haben aufgrund der Aufschriften. Ripple, also das Flackern soll unter 1% sein bei der Spannung. Das ist auch okay, würde ich sagen. Und das Ganze geht für 4 bis 5 Euro dann entsprechend über die Theke pro Einheit. Wenn wir aufs Board selber gucken, haben wir dann hier erstmal unseren Schalttransistor oder besser MOSFET, den Q1 hier. Hersteller ist Lonten Semiconductor, habe ich so noch nicht gehört, ist aber wohl was Größeres. Bezeichnet sich selber als Leading Provider of Power Semiconductor Devices, also spezialisiert auf FETs, IGBTs und so ähnliches Zeugs. Das genaue Modell konnte ich nicht finden, aber wir sehen hier drin so diesen Text 04N70, das ist eine Standardbezeichnung. Steht in dem Fall für 4 Ampere bei 700 Volt. 700 Volt klingt jetzt erstmal relativ hoch. Wir haben doch nur 230. Ja, nee, haben wir nicht. Wir richten ja die Netzspannung vorher gleich und kletten die. Und je nachdem, was das Netz gerade macht, können da bis so knapp 360 Volt rauskommen. Das heißt also, so viel müssen wir mindestens haben. Und normalerweise sagt man ja, ja, mach mal gut so das Doppelte, dass wir genügend Luft nach oben haben für Unvorhergesehenes. Und ja, so 600, 700, 800 Volt ist dann auch das, was man meistens verbaut, weil wirklich viel teurer ist es am Ende nicht. Aber dadurch, dass man da eine Menge Raum noch hat nach oben, wird das Gerät dann auch nicht so warm. Man hat weniger Abwärme, man hat mehr Lebenszeit und ja, das ist bei hier so Geräten natürlich relativ hilfreich, wenn sie nicht direkt am Limit betrieben werden. Der Steuer-IC, der ist schon ein bisschen schwieriger. Wenn man ein bisschen hin und her kippt, dann ist es zwar halbwegs lesbar und was ich da erkennen kann, ist Z8CY16R0KA oder L6, wie auch immer. Egal, womit ich versuche, ich finde im Internet dazu nichts. Könnte eine interne Bezeichnung sein. Am Ende wird es irgendein 0815 PWM-Controller sein, speziell für LEDs, der einfach über einen Widerstand misst, wie viel Strom ist jetzt gerade am Ausgang. Und dann die Pulse, die er nutzt, um unseren Schalttransistor anzusteuern und somit dann auch den Trafo zu betreiben, dann in der Länge meistens anpasst, um entsprechend den Strom da immer gleich zu halten. Im Übrigen, da hatte ich natürlich dann eben einen kleinen Brainfart. Am Ausgang brauchen wir natürlich nur eine Diode, die reicht in dem Fall, weil wir die Pulse im Trafo ja schon aus einer gleichgerichteten Spannung machen. Also die gehen in einer Richtung, das ist alles so in Ordnung. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, am Ausgang, da haben wir hier so zwei Footprints, sah erst aus wie weitere Transistoren, steht aber was von IC dabei, also wahrscheinlich irgendwie Schandregler oder sowas vielleicht nochmal zusätzlich, ich kann es nicht wirklich ausmachen, sind hier jedenfalls nicht bestückt und verbrauchen aber trotzdem eine Menge Platz. Ansonsten, wir haben hier auch optisch eine Trennung in Cold und Hot, also zumindest so fast, da hat man wohl vergessen, den Text passend zu spiegeln. Das ist irgendwie etwas, was ich sehr häufig sehe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Running Gag ist oder ob die einfach nur alle voneinander kopieren, dass das gerne mal vergessen wird. Und was wir auch noch sehen können, wenn wir hier mal auf so ein nicht bestücktes Teil gucken, da sehen wir so einen roten Punkt, das ist Kleber. Und dieser Kleber, der weist auch darauf hin, wie das Ganze hergestellt wurde. Denn heutzutage macht man das Ganze ja meistens mit einem sogenannten Stencil oder irgendwas ähnliches, wo man dann Lötpaste gezielt dahin aufbringt, wo am Ende gelötet werden soll, die Bauteile draufsetzt und das Ganze durch den Ofen jagt. Hier ist das anders. Hier wird der Kleber drauf gemacht, dieses rote. Dann werden die Bauteile da drauf gesetzt und quasi am Board festgeklebt, aber ohne Lötzinn. Und danach wird das Board geholt und mit der Seite, wo gelötet werden soll, das heißt hier die, die wir gerade sehen, einmal durch ein Bad aus flüssigem Zinn gezogen. Das kann man auch an einer anderen Stelle noch sehen und zwar sehen wir hier unten diesen Kasten SMT mit dem Pfeil. Das ist die Richtung, in der das Board durchgezogen wird. Die sind speziell dafür designt, denn eins von den Nachteilen von diesen Wellenlöten ist, dass sich mehr Lötzinn meistens an den Pads absetzt und da Klumpen bilden kann, als notwendig ist. Und deswegen hat man hier dann zum Beispiel größere Pads benutzt, diese ja, Dreiecke quasi nochmal dran gemacht. Einfach, dass sich Lötzinn, was zu viel ist, da so ein bisschen verteilen kann und nicht irgendwie versehentlich eine Lötbrücke zu anderen Pins oder so macht. Nun sind wir aber primär hier wegen der kaputten Steckklemme und wir haben eben ja schon gesehen, da ist definitiv eine Lötstelle, die da kaputt ist. Wir sehen, hier ist ein Loch in der Lötstelle. Die andere sieht jetzt auch nicht mehr so frisch aus. Also, ich bin erstmal hingegangen, habe das warm gemacht, die Steckklemme rausgeholt, nochmal kontrolliert, dass da nichts dran ist, nichts verbogen ist, nichts gebrochen ist im Inneren. Und ja, die scheint da schadfrei durchgekommen zu sein. Habe danach die Löcher mit einer Lötnadel freigemacht. Geht hier am schnellsten. Das sind ja relativ große Bohrungen. Und danach das Ganze wieder rein.
schön angedrückt, festgelötet. Und damit sollte das Problem eigentlich erledigt sein. Wenn wir von der Seite gucken, so 100% gerade ist es nicht, einfach weil es auf einer Seite übersteht. Und ja, die haben so Füße, sage ich mal, die dann hinten aufsetzen, vorne nicht. Deswegen ein bisschen schräg, aber hier in der Situation dürfte das nichts ausmachen. Also müsste so wieder in Ordnung sein. Also bauen wir das Ganze mal wieder zurück. Will nicht. Wieso will nicht? Soll aber wollen. Ja. Müssen ein bisschen verkanten. Deckel drauf. Und dann haben wir hoffentlich erstmal Ruhe. Machen wir am besten noch vorher einen Test. Nicht, dass wir irgendwie Plus und Minus vertauscht haben, wobei es technisch ja nicht möglich ist, aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig messen, oder wie war das? Also machen wir mal die AC in. Und ja, ich weiß, die Kabel sind dafür nicht geeignet. Und sie sind auch definitiv zu dünn. Okay, überredet, ich suche mal gerade was anderes. So, dann nehmen wir mal das hier, quasi Unobtanium, 1,5 Quadratleitungen. Aktuell relativ schwierig zu bekommen, da gibt es massive Lieferprobleme. Also bei Großhändlern hat man da schon mal ein paar Monate Wartezeit. Und auch so, was ich von anderen Leuten aus der Industrie gehört habe, die damit zu tun haben, auch die haben gerade massiv Probleme, an das Zeug zu kommen. Was schon teilweise so weit geht, dass da Projekte abgesagt werden, einfach weil keine Kabel da sind. Das ist dann der Nachteil von so, ja, wir machen alles nur noch on demand und haben selber kein Lager mehr, ne? Na gut, gucken wir mal, geht's an, explodiert's? Nein, explodieren tut's nicht, sonst sehen tun wir aber auch nichts. Also nehmen wir mal Multimeter. Schauen wir mal drauf, ob da am Ausgang auch Ausgangsspannung kommt. Ich gehe von ja aus. Und Überraschung, hier ist schon im Reinstecken irgendwie 23 Volt. Der Elko ist also noch voll. Muss ein bisschen bewegen. Seht ihr das auch noch? So. Und wenn wir einschalten, 50 Volt. Relativ stabil. Minus 50 Volt vor allen Dingen. Lasst mal gerade gucken. Was ist Minus, was ist Plus? Das ist Plus. Ja, okay, ich habe es falsch schon drin. Dann kommt es hin. Also Beschriftung Plus, Minus stimmt auch. Heißt also, im Prinzip alles in Ordnung. Keinerlei Probleme mehr mit. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir dann jetzt hier den da dran operieren, soll, also nicht da dran bitte, dann sollten wir auch wieder in der Lage sein, unsere Lampe in Gang zu bringen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das einfach irgendwie ein Problem war, weil der hier war ja auch lose. Ich gehe davon aus, dass irgendwie das Panel da dran gerissen wurde, nicht drauf geachtet hat, weil das hier ist wirklich auch ein sehr kurzes Kabel. Über hier diesen Pseudo Zugentlastungsdingen, was dann wahrscheinlich ein bisschen dünn war, mit der Klemme aus dem Gerät gezogen. Naja, erstmal wieder hier rein, den Deckel drauf, zack, gut drücken, dass er nicht nochmal rausdrückt. Und dann gehen wir mal wandern, machen wir mal Licht. Okay, schauen wir mal, was er hier sagt. Nichts drauf, Überraschung. Und nichts drauf und kurz Schluss. So soll das sein. Dann klemmen wir das mal zum Testen hier an, weil hier ist gerade die Lampe. Und dann können wir direkt testen. Ach, hier ist sogar N und L beschrieben. Na dann, nehmen wir die auch. Zack. Zack, der ist ein bisschen lang. Dann eventuell noch kürzen. Aber wie gesagt, mir geht es hier gerade erstmal nur ums Testen. Und da ist irgendwo der Stecker. Wunderschön. Lassen wir erstmal so. Zum Testen müsste das reichen. Dann mache ich mal gerade eine kurze Runde und schalte den Strom hier für den Kreis wieder ein. Und gucken wir mal, was passiert. Und ein. Wunderschön. Es leuchtet wieder. Gut, Das war natürlich eine einfache Sache, einfach nur zwei Lötstellen, die neu zu machen waren. Und das Ganze dann noch auf der Sekundärseite. Das heißt also, ja, da mache ich mir keine großen Sorgen, dass da irgendwas sicherheitstechnisch zum Problem werden sollte. Ich klemme das dann hier, sobald ich die Sicherung wieder draußen habe und wieder gemessen habe, den Kram wieder ab. Denn ihr seht eventuell, hier ist noch alles offen. Das ist ohnehin noch Baustelle. Das soll dann am Ende vernünftig dran gemacht werden. Abnahme, vor allen Dingen den schwarzen Draht ein bisschen kürzen, weil so ist das nicht berührgeschützt. Das muss nicht sein.
Und ja, ich würde mal sagen, offensichtlich tut der hier, komme zum Schalter, yay, Wasser soll.